Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge. Wie heißt denn das hier? Minecraft im Kreativmodus, wo mein Kaktus wieder wächst und wächst. Und ich find's gar nicht so verkehrt. Im Endeffekt haben wir noch eine Etage, die ich ausbauen würde. Wie gesagt, mit hier einer Dusche im Freien und so. Das wird, glaube ich, der letzte Arm hier. Ja. Aber ich versuche den, glaube ich, mal in anderem Glas zu machen. Ohne Scheiß. Dunkelgrün wäre, glaube ich, nicht schlecht. Oh, warum lasse ich heute immer lange E gedrückt? Kann mich mal jemand hauen, bitte? So. Neues Rezept in deinem Rezeptbuch. Okay. Aha. So, ich wollte uns irgendwas hier einen Stall bauen mit irgendwelchen Tieren, ne? Ich glaube. Klar. Gut. Ja, wie ich letzte Folge ja gefragt habe, ob du den neuen Batman schon gesehen hast. Ich habe den nämlich gesehen vorgestern. Gestreamt oder was? Nee, ich habe mir die 4K Blu-ray gekauft, weil ich einen 4K-Fernseher habe seit kurzem. Und hattest du erzählt. Von meinem Kollegen eine PlayStation 5 gerade hier stehen habe, die ja leider wegen seiner Tochter mal hier stehen lassen musste. Okay. Und die wollten nämlich nicht schlafen mitten in der Nacht und dann sind die mitten in der Nacht abgehauen hier. Hat er gesagt, er lässt die PlayStation mal eben stehen. Ich so, ja, lass mal stehen. Jo, kommt hier nicht weg. So, war das die gleiche, die du auf eBay gerade reingestellt hast? So? Nee, es war eine andere. Ja, so. Okay. Würde ich ja nie machen. Nö. Ja, wie gesagt, eigentlich wollten wir den Film alle zusammen gucken, aber die Tochter hat es nicht zugelassen. Wie das manchmal so ist mit Kindern. Kennst du ja selbst. Jo. Und ja. Also ich fand den mega geil, auch wenn der echt 3 Stunden lang ist. 3 Stunden? Oh, ja, krass. Aber man merkt es ihm komischerweise nicht an. Und es ist mal ja nicht das, was man von Batman so kennt in den Filmen. Also immer hau drauf und immer nur auf die Fresse, sondern das ist eher so ein ja, Detektivfilm. Ne, so, man hat ja schon oft vergessen, gerade in den Realverfilmungen von Batman, dass er ja nun mal eigentlich auch der weltbeste Detektiv sein soll, laut den Comics. Mhm. Und in dem Film ist das so der Fokus, seine Detektivarbeit. Und das finde ich auch mal nicht verkehrt, dass sie das gemacht haben. Hat Spaß gemacht, der Film.
Den muss ich mir auf jeden Fall dann mal irgendwie angucken. Kann ich empfehlen. Also ich weiß, dass du ihn bei Amazon auch leihen kannst. Das geht. Ja, ich finde das bei Amazon Leihen immer so ein bisschen, keine Ahnung. Die machen es ja auch so schlau. Du kannst ihn leihen für 3 Euro und er kostet dann 5 Euro. Was ist so dann? Manchmal. Macht kaufen mehr Sinn, aber ja, Bei meistens neueren nicht. Filmen, die Nee, kosten ja bei da eher neueren, klar. mehr, ne? Aber meistens hast du ja dann Aber ich hier. weiß, was du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Und ich habe noch nie in einem Batman-Film, glaube ich, das Gewonnen. Batmobil so geil das erste Mal präsentiert gekriegt. Das haben die so geil gemacht, so episch. Und ich bin ja nun mal schon seit meiner Kindheit tierischer Batman-Fan und freue mich da wie andere über einen neuen James Bond, so nach dem Motto, weißt du, so. Ist ja auch irgendwo ähnlich. Na, bei James Bond freuen sich auch alle, was wird er tun, was hat er für neue Gadgets, so nach dem Motto. Aber das kannst du bei Batman halt so teilweise adaptieren. Freut man sich ja als Fan dann auch. Ja, also die Batman-Filme sind alle gar nicht mal so mega schlecht. Ja, es gibt auch Muss man schlechte. aber auch, muss man auch wieder Typ für sein, ne? Also, das ist so wie mit Spider-Man. Die Filme, also Spider-Man generell ist absolut gar nicht meins. Also die Filme gehen. Also ich gucke ja allgemein Comic-Verfilmung gerne. Aber ich finde Spider-Man als Figur zum Beispiel mittlerweile auch sehr nervig. Also wenn man jetzt das Spiel, was auf PlayStation kam, vor ein paar Jahren, zwei oder drei, ich weiß es gar nicht mehr, was ja alle so gefeiert haben, weil es so hatte ja so dasselbe Kampfsystem wie bei diesen Batman Arkham Spielen und so. Soll von der Story geil gewesen sein. Ich hatte das, habe mir das gekauft. Ich bin da nicht reingekommen. Ich hab's nie wirklich durchgespielt, weil mir ging der Charakter irgendwann so auf die Eier. Dieser Vorlaute mit seinen dämlichen, schlechten Sprüchen behaftete kleine Pisser. Habe ich mir irgendwann so gedacht. Also mir ging Peter Parker irgendwann richtig auf den Sack. Das ist immer schade, wenn das Spiel eigentlich an sich grafisch, also optisch ganz nice ist und vom Spielen her und dann, ja, nur so eine Kacksprüche oder halt zu wenig Abwechslung eingebaut wird durch sowas, kann das Spiel halt auch komplett zerstören, ne? Ja. Aber eigentlich ist ja genau das, worüber ich mich beschwert habe, das, was viele ja auch an Spider-Man mögen. Aber ich denke mir auch so, ja, okay, in einem Film 2 Stunden oder anderthalb, ne, wenn normale Spiellänge, und du siehst ihn nicht immer als Spider-Man, das ist nochmal anders, glaube ich, als wenn du da nur so wie ich jetzt in dem Spiel nur Spider-Man spielst und dauernd diese Sprüche um die Ohren gekloppt kriegst, die er so macht. Nee, bin ich nicht mehr klargekommen. Musste ich irgendwann aufhören, dieses Spiel zu spielen. Ich sehe schon kommen in den Kommentaren, ganzen Spider-Man-Fans. Wie kannst du? Wie kannst du nur... Leute, das ist echt nicht böse gemeint. Das ist halt Geschmackssache. Ey, wobei Spider-Man, ne? Ich habe Ja. noch ein Spiel für die PS1 gehabt irgendwo. Ich weiß gar nicht, wann kam die PS1 eigentlich raus? In den 90ern? Ja. Aber so Ende der 90er irgendwie, ne? Ein PlayStation 1 Spiel, Spider-Man. In Schwarz-Weiß noch. In Kennst du das noch? Schwarz-Weiß. Ja, Mann.
Okay. Also ich weiß, kann jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ob da nicht irgendwer, zwar eine gebrannte CD, da irgendwas Also gebrannt wurde auf schwarz-weiß Schwarz-Weiß, aber. Batman, sag ich schon. Spider-Man sagt mir als Spiel gerade so mal gar nichts. Ist auf jeden Fall uralt, uralt. Vielleicht war es das erste. Müsste ich gleich mal na selber nachgucken. Naja, selbst wenn es das erste war, also als die PlayStation 1 rauskam, gab es ja schon lange Farbe. Ja, Farbe gab's ja. Warum macht man dann ein schwarz-weiß Batman? Also ich tippe mal eher, das liegt an der gecrackten Version. Kann ich jetzt nicht 100% bestätigen, will ich aber auch nicht abstreiten. Für die Leute da draußen ruhig mal schreiben, wenn jemand sagt, nee, der hat recht. Das hier bitte. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So. Laterne. Da ist sie. Ach nee, bin ja noch gar nicht fertig. Na gut, ranhängen kann ich es trotzdem. Dann habe ich hier schon mal mehr Licht. Da, 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 da. Wo kommt er denn jetzt her? Ich habe, glaube ich, ein paar zu viele Hühner hier gespawnt gerade. Ich drehe jetzt schon durch bei den ganzen Geräuschen. Ich drehe jetzt schon durch. Sehr geil. So, ich habe meinen Arm gleich fertig. Und dieser ist jetzt dunkelgrün geworden. Und ich finde es gar nicht schlecht. Aber irgendwie habe ich einen Fehler gemacht, oder? Nee. That's all right. What are you here doing? I think. Bäm, zwei Hühner mit einem Schlag geklatscht. Geiler Typ. Okay. Franklin ist schön am Töten. Oh, wie geil, ey. Wenn ich oben bin, im Hauptgebäude da, hörst du die ohne Ende Tiere. Gehe ich runter in meine Bude, mach Tür zu, hörst du gar nichts. Das ist doch gut. So soll es doch sein. Ja. Das kann ich hier. Ja, fehlt was. Gut. Hier muss also irgendwie Badezimmer hin. Ne, Badezimmer machen wir hier, ne? Mal gucken. Ich weiß natürlich nicht, wie wir die Deko so hinkriegen hier. Wir geben noch mal ein Beton. Hellblauer Beton. Betoni, ja.
Was sagst du zu den alten Indiana Jones Filmen? Ja, die alten sind gut. Ja, denke ich auch. Hatte ich letztens bei Netflix auch durchgesippt und dann wurde mir der neuere angezeigt. Den hatte ich auch gesehen, der ist okay, aber ja, den muss ich jetzt nochmal gucken. Aber die ganz alten, eigentlich geil. Eigentlich mega, ja. Klassiker, ne? So wie auch Zurück in die Zukunft und so. Jo. Bin ja eh so ein Kind der 80er und 90er, so auch. Also ich kann zum Beispiel mit den heutigen Actionfilmen teilweise nichts mehr anfangen, ne? Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum die Leute diese Fast and the Furious-Reihe so feiern. Hey, ganz ehrlich, der fünfte Teil war noch Bombe und alles, was danach kam, war scheiße. Nee, eigentlich war nur der erste geil. Der erste und der fünfte, ja. Und Danach den ging, zweiten jetzt geht mochte es ja ich nur noch irgendwie um. auch. Aber War dann der wurde es mir zweite zu nicht schon extrem. Tokyo Drift? Das Ding ist, jetzt geht es ja nur noch um irgendwie sich boxen und keine Ahnung, The Rock und Jason Statham. Weiß ich nicht. Also der Fast and Furious Teil an sich, auch mit Panzern und so, hat alles gar nichts mehr damit zu tun. Nee, es ist einfach nur immer Mit mehr. Tuning. Weil wenn man es überlegt, der Ja. erste Teil hatte halt hauptsächlich noch die Straßenrennen im Sinn. Jo. So, ja, natürlich, da war auch eine andere Story noch mit rum, dass sie irgendwie schon irgendwie kriminell so ein bisschen unterwegs waren. Aber im Endeffekt ging es um Straßenrennen, um Illegale. Und wenn man dann überlegt, was das jetzt ist, ich kann das nicht feiern, überhaupt nicht. Nee, das ist. Auch Vin Diesel an sich irgendwie, ich mochte den früher ganz gerne, so auch noch zu, wie gesagt, erster The Fast and the Furious und wie hieß der andere hier, Triple X, der erste. Zu der Zeit hat er ja noch gesagt, er dreht keine Fortsetzung. Das hat er dann ja mal irgendwann komplett über den Haufen geworfen. Ey. Und dann kommt er mit Triple X um die Ecke, mit der Fortsetzung, mit dem dritten. Und selbst meine Frau sitzt da und sagt, das ist der schlimmste Actionfilm, den sie jemals gesehen hat. Ja, das, keine Ahnung, manche Dinge darf ich nicht drüber nachdenken. Nee. Also Vin Diesel ist leider sehr abgehoben, weil seine Filme auch noch so einen Erfolg haben, aber sie sind einfach schrecklich. Gerade jetzt, wo er sie selbst produziert, so, ne, das ist, ne, ist nichts mehr. Wie gesagt, ich mochte ihn mal, fand ihn geil. Und heutzutage, wenn es heißt, neuer Film mit Vin Diesel, denke ich mir, oh Gott, nein. Bitte nicht. Ich will das nicht. So. Mache ich das noch zu hier? Ich glaube ja. Ich glaube, hier ziehe ich mal eine weiße Decke rein, oder? Weil wir wollen das ja nicht mal als Fußboden haben. Also brauchen wir irgendwie weißen Beton oder sowas Fliesenartiges. Das wäre toll. Ich gebe einfach mal weiß ein. Brauche ich fast gar nicht. Weißer Beton. Viel weiß haben wir ja nicht, ne? Nee. Okay.
Ein glatter Quarzblock. Das ist das doch auch alles nicht. Ah. Wir können ja mal gleich gucken, vor der Tür, ob wir nicht doch deine Treppe vielleicht noch etwas versetzen, dass wir so ein bisschen ansatzweise vielleicht die Eingänge doch gleich Ja, haben das ist ja oder das so. Schöne. Man kann ja verändern, kann man ja immer noch. Oh, ich bin so doof. Bin jetzt froh, wenn ich gleich einmal so weit fertig bin. Dass die Hütte so weit steht. Und wenn wir dann noch rundum gesichert sind, dann können wir irgendwann mal den Server umstellen auf Survival oder Abenteuer. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Survival und Abenteuer genau ist. Ich meine, bist du sicher, dass es Survival heißt? Abenteuer ist eigentlich Überleben, würde ich behaupten. Nee, es gibt Abenteuer und Survival. Ups. So, ich habe irgendwie einer meiner Follower hat mir auf Instagram geschickt so ein Video, da macht einer ein Kochvideo in Minecraft. Okay. Das heißt, es muss hier irgendwie sowas wie ein Grill oder sowas geben. Ja, einen Ofen gibt es, ne? Nur ein Ofen? Ja, verschiedene. Okay, gucke ich nachher mal rein. So, erstmal ein paar Fackeln hin, dass hier nicht irgendeine Rotze spawnt. Und dann haben wir hier Bad und, also das wird Bad und Dusche. Irgendwann mal. Ich Ich weiß noch komme mal nicht rein zu wann. dir, ich muss mal gucken, welche Etage du da bist. So, Schlafzimmer. Aber die Wände sehen gut aus irgendwie. Was soll denn hier hin? Weiß ich noch gar nicht. Guck mal. Hier soll eigentlich so die Woher? Küche hin und dann hier vielleicht eine Freiluftdusche. Oh, Mir ich ist überlege gerade, Sanja wie man das machen alone. könnte. Was denn? Wie man das machen könnte, dass vielleicht Wasser von oben runterkommt. Aber das sammelt sich ja hier, ne? Ja, das ist das Problem. Nee. Ach, da denke ich mir irgendwann noch mal was aus. Aber jetzt habe ich ja doch noch eigentlich die Etage frei und weiß nicht, was ich daraus machen soll. Wir haben Wohnzimmer, hier kommt Schlafzimmer, dann kommt was nix und dann kommt erst die Küche. Küche, das ist ja blöd. Echt blöd. So, und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ich die anmachen kann hier. Kerze. Eine Fackel oder so. Draufhauen. Geht das? Nö, mach ich nur die Kerze kaputt. Also mit dem Feuerzeug kannst du beigehen. Gibt's hier ein Feuerzeug? Warte, lass mich das machen.
Ketze. Kerze, Mann. Wow. Ah, okay, jetzt brennt sie. Echt jetzt? Ja, nice. Axt. Es regnet. Und wie hast du das jetzt angemacht? Ich habe ein Feuerzeug in der Hand. Hier gibt es ein Feuerzeug? Ja, du gehst, öffne mal Inventar. Dann gehst du unten auf die Axt. Und ganz oben links, wo quasi das C mit so einem Stein ist, das ist das Feuerzeug. Ach, ein Feuerstein. Ja. Klicke mit Bedacht, ne? Rechter Mausklick auf die Kerze, mein Freund. Du hast die Kerze noch in der Hand. Ach, Hast du das verdammte mit Axt. reingezogen? Das ist eine Dreifachkerze. Krass. Finde ich ja, Mann, geil. Ja, ich gehe mal hinter dir her, ne? Für den Fall der Fälle. Okay, ich gucke jetzt mal bei dir. Mir. Okay, was war. Oh, er hat schon mal hier einen Gartenbereich mit Teich gebaut und so. Also, was ist das Teich, aber mit Wasser? Ist ja. So, was möchtest du mit Eingang technisch? Ja, ich habe deine Treppe erstmal weggerissen, weil. Ja, ich weiß halt nicht eingangsmäßig, wie wir das machen wollen sonst. Was meinst du mit wie machen? Dein Ja, Eingang ich ist hatte ja mal auch ja. gerade völlig. Oh. Ja, es hat alles versetzt. Wir müssen halt. Ja, es ist eine Falle mit drin. Wie komme ich darüber? Durchlaufen. Also, jetzt tut es dir nicht weh. Den Feinden hier schon. Aber später wird es schwierig. So. Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du möchtest die Treppe im Endeffekt einversetzt, so hierhin oder hierhin? Ich habe keine Ahnung gerade, ehrlich gesagt, weil jetzt habe ich das andere ja auch so ziemlich random mit reingebaut. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir Bock haben, irgendwie, wie es am meisten Sinn macht. Okay. Das müssen wir aber in der nächsten Folge machen. Die Folge ist schon wieder vorbei. Ah, liebe Leute, dann gucken wir uns nochmal die Tiere an. Ach, die hat er hier komplett Aber überdacht. warte, komm rein hier in die gute Stube. Alter. Irgendwie ähnelt sich das Ganze mit dem Ranch-Simulator, ne? Ja, irgendwie, ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie Déjà-vu. Ja, Mann. Das brauchen wir im Leben nicht. Es gibt, ich zeig dir jetzt mal was. Jetzt weißt du, wie schnell wir gleich Chicken haben. Jetzt laufen sie alle ins Wasser, die Schweine. Ich spiele hier mit dem Mörder. Gleich liegen da so ein paar Fleischklumpen rum. Ich glaube, die Eier können wir auch sogar zum Kochen benutzen. Irgendwas war da. Ey, die armen Viecher. Liegt da kein Fleisch drin? Entweder sind die jetzt alle ins Wasser gesprungen und haben sich gerettet. Na, ich hoffe Oder doch. im Kreativmodus. Ja. Ach ne, da liegt Fleisch. Da liegt Sorry, Fleisch und Leute, Keule, ich heißt spiele doch. mit dem Irren. Hast du gesagt? Wie Nichts, war ich das? hab nichts gesagt. Ich habe. Ja, wir müssen noch so effizient wie möglich hier alles aufbauen, dass wir easy going an Fleisch kommen, an Futter. Aber die hauen ja mal alle ab hier. Mach bloß die Tür zu, wenn du reingehst, die zieht durch. Ja, hier steht schon der erste. Ja, ich habe ganz viele rausgelassen, aber. Ne. Hier hätten wir nochmal ein extra Gitter machen sollen oder so.
Alter, der fackelt immer die Tiere ab hier, ey. What a Psycho. So, die Folge ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Das ist hier. Was ist das? Ja, das sind unsere Securities. Die safen hier, wenn hier trotzdem noch irgendwelche komischen, unerwünschten Leute reinkommen. Okay. Dann managen die das. Alaska. Gut, mit Blick auf den Kaktus würde ich sagen, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Der Kaktus ist fast fertig, wie man sieht. Ich muss ihn jetzt nur noch hochziehen und dann ist gut. Vielleicht nehme ich sogar noch mal eine Etage wieder raus. Weil, was soll ich mit der? Ja, gucken wir mal. Ne? Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Schreibt mal was in die Kommentare, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Liked mal ein bisschen bei uns und dann, ja, vielen Dank und bis denne. Reingehauen.